Einen wunderschönen guten Morgen. Der Helmut ist hier aus dem wunderschönen tropischen Thailand, aus den Tiefen des Isans. Und ich freue mich, dass du heute bei dem Video mit dabei bist. Denn heute, das ist echt ein wirklich ganz besonderes Video. Eines, das ich so noch nie gemacht habe. Und zwar, wir fahren einfach drauf los. Und zwar habe ich mich jetzt mit dem Jörg, wir haben uns gerade unterhalten. Ich bin jetzt auf dem Weg zum Jörg. Wir treffen uns, wir haben einfach gesagt, wir fahren jetzt einfach einmal Richtung Osten. Denn, wie ein altes Sprichwort schon sagt, im Osten geht die Sonne auf. Und da bin ich wirklich so gespannt. Das ist kein bestimmtes Ziel. Wir haben kein Ziel von Sehenswürdigkeiten, sondern einfach mal gucken, was so passiert. Und das kann vielleicht auch eine ganz interessante Sache werden, einmal zu schauen. Im Isan hier in Chaiapum, also vielleicht fahren wir ja überhaupt Korat oder Buriram oder wohin auch immer. Es ist ja das Schöne, dass wir hier frei sind und sagen, wir fahren einfach mal drauf los und sehen, was passiert. Hier werden gerade da die Raubtierfütterung. Da hinten ist das ist sicherlich der Ziegenbock, ne? Mit den großen Hörnern. Da, was fressen die da? Die kriegen ja auch nur irgendwie so sperrig irgendwie was zu fressen. Ja, aber es funktioniert. Die hier drinnen liegen, oder? Ich finde sowas, oh mein Gott, so ein kleines Zicklein schaut schon irgendwie süß aus. Ja, ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wir sehen uns gleich auf dem Weg. Jetzt sitzen wir hier im Auto und fahren sehr schnell Richtung Osten. Du siehst hier schöne hügelige Landschaft, aber man sieht auch, dass jetzt an die Regenzeit schon eine Zeit lang vorbei ist. Es ist halt nicht mehr grün, es ist alles eher gelblich. Und wir fahren jetzt Richtung Osten, so wie wir das noch nie gemacht haben, ohne Ziel, ohne Plan, wie lange. Einfach wie damals Easy Rider, bloß dass wir im VIP-Bus sitzen und nicht auf einer Harley Davidson. Wir werden die Uhr danach wie in Easy Rider rauswemsen aus dem Fenster und machen das genauso wie die. Also mal sehen, wie es wird. Man weiß ja nicht, wie es wird. Vielleicht wird es langweilig, vielleicht wird es spannend und lustig. Aber auf alle Fälle freue ich mich, dass du mit dabei bist. Ja, den will ich hier mal filmen. Schau dir den an, der sieht cool aus, der Stein. Das ist auch schön, wenn man so unterwegs ist. Man sieht halt immer so, wir können ruhig weiterfahren, so schöne Naturschauspiele, Sehenswürdigkeiten. Da hier auch. Dankeschön. Fürs Runterbremsen. Jetzt ist wieder weg, der Ausblick. Ja, wenn ich filmen will, ist er wieder weg. Da haben die Teakbäume angepflanzt hier, habe ich die alle. Jetzt kommt gleich wieder was. Ja, wieder schön. Ja, die Gegend ist sehr schön. Die ist wesentlich schöner als jetzt Nong Bua Lampu, Udon Thani und so weiter. Da hast du nur gerade, hier hast du echt schön noch Bäume. Das ist ein bisschen wie Loi. Loi fand ich immer sehr schön auch. Ja. Jetzt filme ich hier mal so einen schönen Baum, der ist so einfach. Hier sind jede Menge von diesen Bäumen, die haben keine Blätter, aber voll von Blüten. Schöne, große, flauschige, weiche Blüten. Jetzt sind wir hier kurz stehen geblieben und zwar, weil mitten auf dem Weg, also hier ist eigentlich Valahai Pampa, wenn du hier guckst. Hier dieses gewaltige Tor und darunter auch. Also wir sind jetzt nicht in einer Stadt und dann hast du auf einmal so ein gewaltig
bombastisches Tor vor dir mit den Löwen. Sieht irgendwie cool aus, oder? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich nehme mal an, das wird wahrscheinlich so eine Art auch Nationalpark sein. Sieht man da irgendwas stehen? Da ist ein Mönch. Tempel wird das ja nicht sein. Vielleicht ist das aber auch ein Tempel. Man weiß es nicht. Und deswegen habe ich mir gedacht, bleib mal hier mal stehen. Das einfach mal zu zeigen, wenn man hier so einfach durchs Land fährt, dann hat man immer wieder ja, solche Sightseeing, solche Sehenswürdigkeiten. Ist irgendwie cool. Und hier ist so ein Markt. Da habe ich gedacht, das ist auch vielleicht interessant. Das ist auch etwas, das du sehr oft in ganz Thailand, ja, das war auch in Südthailand sehr oft. Jetzt dann gehe ich hier sehr schlecht von der Sonne. Ich drehe mich um, ist besser. Sieht man es so? Sieht man es genauso schlecht, weil da die Sonne auf diese Seite einfällt? Da muss ich direkt näher hingehen. Also so Märkte. Hier werden halt, das sind so Art, glaube ich, Süßkartoffeln und so weiter. Sabatikab. Da die Nüsse, die sind richtig. Ich glaube, die werden da von der Kuh zuerst gefressen und wieder ausgeschieden. Und dann werden die verkauft. Die sind aber super lecker. Mit der habe ich so Mandelkuchen früher in Nong Bualampur gemacht. Ah, siehst du da, die Eier, die werde ich mal kaufen. Und das ist so typisch für ganz Thailand, also wie gesagt, in Nordthailand, in Südthailand, dass du so an der Straße dann solche Märkte hast, wo die hier hinten sieht man eh, da verkaufen die Blumen, da war die Kap. Und ich weiß gar nicht, was die Knolle hier ist, das sieht aus vom Weiten wie eine Da sind vielleicht sogar Kartoffeln. Ne, ich glaube, das sind nicht. Ich weiß gar nicht, ob das Kartoffeln sind. Es sieht sehr stark aus wie Kartoffel, aber irgendwie auch wieder nicht. Kann man ja lesen. Man Mann heißt eigentlich eh Kartoffel. Das ist, was ist das? Ist das for fun oder wie? Pharao. Da sieht man wieder. Wir müssen unbedingt mal einen Livestream machen und gemeinsam. Schalotten. Das ist Makam. Ich frage die dann, wie das heißt. So. Pasatai Riakwa Arai Kap. Manprao. Manprao. Nung Sambab Kai Nung Kap. Kaufe ich mal da so ein Ei, das sind so gefüllte Eier. How like up? Saubad, la. Da lachen die sehr oft, wenn ich sage Saubad, weil das da. Lacht die Seite ja. Weil das ein sehr, sehr indianermäßiger Ausdruck ist. Saubadik ab, jai. Saubadik mai. Okay, Kopfkorn gab. Alleine nachher. Mann. Ani man, kua uan mang. Mai uan la ka. Jing ho? Jing. Da loi. Jing ho dai la? Dai ka. Khop khon ma khap. Da yim hai ka da. Oh ya ya ya, au to lek di kwa. Ha ha. Aloi na. Wan no? Khai di kwa. Kua uan, wan uan. Khop khon ma khap, chok di. Au khunya kua. Bitte die mir an, dass ich da so ein Ding zum Kosten. Das ist wie Kartoffel. Eigentlich echt fast, aber etwas süßer. Also wahrscheinlich eine Süßkartoffel. Und dann haben die halt hier so Pilze. Ah, getrocknete Pilze, ne? Ah, die haben auch Eier hier. Und das sind so klassisch traditionelle, wirklich klassisch traditionelle Thai-Märkte. Jetzt muss ich nochmal fragen, was das da hin ist. Der hat auch Honig hier. Sieht man hier den Honig. Frau dort hab. Anipenalai hab. Ah, Wat. Wie ich gesagt habe, vielleicht ist ein Wat. Habe ich mal nicht vor Kopf gemacht.
Also das hier ist ein Tempel, ist das hier. Hallo. Oh. Dabei die Mai. Muan ba. Bei sei. Boxi. Mein Bogla. Oh, mein Kollege hat Kuntang Chadla. Bye bye. Bye bye. Da und der Markt geht jetzt als, das glaube ich nicht bis ganz runter, aber die verkaufen meistens alles so immer das Gleiche, sehr Ähnliches, kann man sagen, ja, das sehr Ähnliches. Hanum. Sawadikap. Ja, hier gibt es viel von den Nüssen. In Nongbur, da musste ich immer so wirklich extrem gucken, dass ich da diese, damit ich da die Nüsse da eben diese, bis ich. Wo ist denn jetzt der Bus? Okay. So. Also, wir fahren wieder weiter. Das sind so gegrillte Eier, da werden vorher ausgeblasen, dann werden die gemixt, dann kommt da ein bisschen Gewürze rein, dann werden die wieder rein. Dann, ich zeig's mal hier. Dann kommen die wieder rein in die Eier. Vielleicht zeige ich dem Auto, wie das aussieht. Und dann werden die gegrillt. So, ich weiß ja noch nicht, ob das dann online kommt. Das ist jetzt das Ei. Dann Ei aufklopfen. Müssen wir aufpassen, wir sitzen hier im Bus und der Bus, den will ja nicht komplett versauen. Da ist ein Küken drin. Nein, nein, da ist kein Küken drin. Gar nicht im Gegenteil. Das gibt es auch hier in Thailand, dass sehr viele die Eier kochen, die schon halb angebrütet sind mit dem Küken drin. Da bin ich aber krasser Freund von. Und jetzt sieht man hier eben, das ist auch so mit den schwarzen Punkten, eben nicht weil es jetzt schlecht ist, sondern weil das ist gemixt mit halt Pfeffer und so weiter. Das Schwarze ist dann der Pfeffer und das schmeckt eigentlich dann, also da ist. So sehen aber auch die kaputten Eier aus. Also man muss da aufpassen. Die Thais, die essen nämlich auch die kaputten Eier. Du merkst ja, dass ein Ei kaputt ist beim Brüten, wenn du es schüttelst. Und dann hat das auch kein. Das sieht gleich aus wie das hier. Aber die kaputten Eier. Da bin ich auch so, dass ich sage, ich esse eigentlich fast alles, aber so wie die kaputten Eier oder mit dem. Die gebrüteten Eier, die esse ich zwar auch, aber habe ich jetzt schon lange nicht mehr gegessen. Die kaputten, glaube ich, habe ich bewusst noch nie gegessen. Aber sowas wird ja immer unbewusst irgendwo mal untergejubelt nach einer Zeit in Thailand. Hier ist ein Viewpoint. Mahlzeit. Ah, siehst du, jetzt sind wir schon direkt hier beim Viewpoint wieder. Richtig geil. Ja, siehst du. Ich mache noch nicht mal die Kamera aus. Oh, hier ist ein. Boah, oh, den Spoiler wieder weggeschäppert unten. Ja, das stimmt. Dann nehme ich dich jetzt, dann gehen wir. Ja, hier ist aber a Buckelpiste, nennt man das bei uns in Österreich. Wir gehen jetzt zum Viewpoint. Jetzt gehen wir zum Viewpoint. Mhm. Alles live, wie du siehst, alles live. Mhm. Ich habe ja noch nicht gefrühstückt. Aber Smoke Alarm hier. Smoke Alarm in Chaya Boom. Aber schön, oder? Das sieht ja aus wie der Wiesental vom König der Löwen. Cool. Also, wir sind ja jetzt noch nicht so lange unterwegs. Und es macht schon eigentlich Spaß, muss man sagen. Wir sind ja nicht lange unterwegs, aber wir haben schon einige Sachen jetzt dann gesehen. Und das sieht ihr schon irgendwie auch cool aus, oder? Guck dir das einmal an. Leider ist die Sicht wirklich schlecht. Es ist diesig. Hab keine Ahnung, was da unten ist, wie diese Stadt heißt.
Was ist das für eine Stadt? Weißt du das? Weißt du auch nicht. Schöner großer Teich in der Mitte, die Felder. Schöner Ausblick. Ich weiß schon, in Deutschland ist natürlich genauso schön, hast du das auch, aber viele, die in Thailand sind, die erleben so Sachen gar nicht. So das normal nicht in Thailand. Ja, das erlebst du nur, wenn du einfach dann sagst, du steigst ins Auto und fährst einfach einmal los. Natürlich gezielt sieht man es auch, aber wenn man gezielt irgendwo hinfährt, aber es ist eben cool, wenn du so durch die Gegend fährst, du siehst ja immer wieder was. Also, weiter geht die Reise. Manchmal fährst halt hier echt so einfach vorbei und denkst, es sieht so irgendwie schön aus. Leider ist das hier geschlossen, aber ich wollte das, das ist wirklich schade. Aufgrund von Covid, da steht hier was mit 19, ja, wahrscheinlich nicht Covid. Aber ich nehme an, es ist wegen Covid geschlossen, weil da vorne ist nämlich gerade auch so ein Covid-Checkpoint. Ist aber trotzdem keine Maskenpflicht. Gott sei Dank. Wie das die lokalen Gesundheitsbehörden so handhaben. Ja, auch die Windräder sind hier ein bisschen anders, aber das sieht auch so schön aus hier. Schade, dass das geschlossen ist. Wenn du hier halt durch Nissan fährst, oder bauen die das erst gerade? Na, die bauen das erst gerade. Guck dir das an. Die bauen das erst gerade. Wenn du hier so durchfährst, oder guck dir mal diese super schönen Häuschen, die da bauen. So Bungalows. Da übernachtest du hier. So, was ich hab? Außer Pan, da immer. Kopf und Kopf. Jetzt gehen wir da noch rüber, über die Brücke drüber. Rüber, über die Brücke drüber. Wie sich das reimt. Und was sich reimt, ist gut, oder? Dann machen die eine Zugbrücke, oder sieht es aus wie eine Zugbrücke? Ach, das ist nicht geschlossen wegen Covid, das wird eben erst aufgebaut, aber oder? Da sieht doch schon. Sieht man das drinnen so mit diesen. Aus den alten Wagenrädern sind da die. Aus den Spindeln von den Wagenrädern und so weiter alles vermarktet. Die Bänke und die Stühle gebaut. Sehr schön, ha? Da bauen die ja richtig geile Anlage. Also der Isan-Punkte, der holt auf, das ist brutal. Eine geile Hängebrücke hier, guckt ihr das mal an. Am Abend mit ein bisschen LED-Lichtern drauf. Aus Metall, Bambus, das wäre dann echt zu extrem schon. Wenn das jetzt noch, okay, hier, das ist Bambus, ne? Aber der Rest ist halt Metall. Auch die Drahtseile sind Metall, aber es sagt ja der Name schon vom Drahtseil. Bauen die Bäume rein. Ja, schön, oder? Und hier bauen die diese Bungalows. Sawadikap. Ani pen Lisa Chamai. Der war young mit Bird. Seit leer dann ein Kap. Mesa, dann Mesa. Ah, Songkan. Bin ich mit Songkan la? Nacha, Bomino. Ja, lacht dann. Nacha, mir, Nacha, Bomino. Ani, Lucha, leer, Black hat alle bei meinen Kühn. ประมาณน่าจะอยู่ธรรมดาก็500หน่อยหรือเปล่า500ประมาณเนาะ600ประมาณนี่แหละครับ600เนาะอ๋อที่นี่ห้องน้ําครับห้องน้ําอ่าแต่ haben die Gasbetonziegel Iton ne cool ข้างหน้าปักบัวครับขอบคุณครับ Ja, so sieht's aus hier von innen. Aha, starke Glasfront. Schön alles aus Holz gemacht. Ein kleiner Bungalow. Da ist dann die Nasszelle oder wie man das sagen will. Aber ist doch cool, oder? Du übernachtest hier, so wie er gesagt hat, wahrscheinlich 500-600 Baht. Hast die Übernachtung hier. Wenn du hier durch in Nissan fährst, bleibst du stehen. Am Morgen steigst du aus, hast hier. Super cool den Balkon, kannst einen Kaffee trinken am Balkon. Die Gegend, guck ja mal an, es ist ja schön die Gegend hier, ist schon idyllisch. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ach ja,
Und hier, ja wahrscheinlich, da kannst du hier wahrscheinlich von da drüben den Kaffee hierher bringen lassen. Sieht man das? Diese Drahtseilbahn hier. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ganz im Ernst, als Single-Mann ist es nicht so lustig als Popcorn gab's, aber die Cup ist es nicht so lustig als wie wenn man da in Partnerschaft ist. Also alleine durch die Gegend reisen hier, es ist dann schon idyllisch, aber für mich, ich meine, jeder hat ja das selber oder individuell, wie man das so sieht, aber da ist schon besser, wenn man einen Partner, Partnerin, ich sag Partner als unisexes Beispiel hat. Ja, und wir fahren wieder weiter. So, jetzt hier ein Kloster, ein Schloss auf dem Berg. Ich filme hier mit meiner DJI Osmo Action Kamera auf 4K, damit ich es nachher reinzoomen kann. Da wird man dann die Qualität sehen vom 4K. Also es schaut aus wie so ein richtiges Schloss, ne? Schön gebaut am Himmel, damit man näher bei Gott ist, wie das früher die Katholiken auch immer gemacht haben. Ja. Schön. Davor auch so ein Buddha, sieht man auch sehr schön. Oder ich glaube, das ist ein Buddha, ein weißer, in dem kleinen Berg davor, der ist auch am Gipfel. Ja, schön, ne? Also ich hoffe, das kann man schön reinzoomen. Ansonsten, in der Kamera jetzt sieht das nämlich furchtbar klein aus. Ja. Ich will meine Zoom-Kamera, die Canon habe ich nicht mit, ne? Aber die Canon zoomt auch nicht so viel. Aber schön, ne? Ein Riesentempel, Riesenanlage, ja. Hier sehen wir den berühmten Zipfelklatscher-Tempel von, wo sind wir hier? Chayabun? Nee. Pechabun? Der Pechabuner Zipfelklatscher-Tempel. Zipfelklatscher. Ein Zipfelklatscher, ja. Du bist ja ganz schön ein Zipfelklatscher, du. Wer die Männer hat bewipfelt, Anna, wer die Berge hat bewipfelt, wer die Männer hat bezipfelt, wer die Gerste hat auserkoren, der soll in der Hölle schmoren. Sind wir hier gerade stehen geblieben, weil der Tempel ja von außen, wo wir hier hergekommen sind, der sah mega, mega cool aus. Und deswegen gehen wir jetzt dann einmal da kurz rein. Das ist halt, als wenn du so durch die Gegend fährst, relativ ziellos. Dann fallen da halt so Sachen vielleicht auch viel mehr auf, so richtig schöne Sachen, als wenn du irgendwo ein Ziel hast, dass du irgendwo hinfahren willst unbedingt. Obwohl jetzt hier herinnen sieht der sehr klein aus. Ich dachte von außen sah der so aus, als ob der riesengroß sein würde, aber schön gemacht hier mit dem Gold. Und das sieht hier vor allem cool aus. Also das sieht ja auch aus wie so ein älteres Gebäude.
Das dürfte wirklich älter sein, das sieht richtig cool aus. Ah, dahinter ist, dahinter ist auch dieses größere Gebäude. Das, von der Straße hat das sehr impressive gewirkt da hinten. Ich schaue mal, vielleicht können wir aber da hier hineingehen. Drecksch. Aha, hier sind ja eine Milliarde Tauben. Hier muss man zuerst einmal über den Taubenkot drüber steigen. Da sitzt da drin der Buddha. Okay. Ich hoffe, mir kackt jetzt keine Taube hier am Kopf, wenn ich da reingehe. Da muss er wirklich über den Taubenkot drüber steigen. Wow. Aha. Tatsächlich, guck dir das einmal an. Hier ist nur Taubenkot am Boden mehr. Sonst gar nichts. Also mit dem, dass das alt aussieht. Mit dem habe ich, glaube ich, tatsächlich recht. Das ist wahrscheinlich dieses. Aha. Das sieht neu aus. Und das hier auch. Dabei finde ich gerade, dass dieses alte Häuschen hier so einen gewissen Sex hat. Auch mit den Farben, wenn du das jetzt hier anguckst. So vom Dach und so. Es ist schön gemacht. Ich finde es irgendwie echt sehr cool. Aber ist halt jetzt dann so verfallen wahrscheinlich. Aha, jetzt dann sind wir hier. Das ist wahrscheinlich das gleiche Häuschen, einfach nur in neu gemacht. Obwohl die Anlage sieht generell nicht ganz so gepflegt aus, wenn man hier so rumgeht. Aber wie immer. Ja. Das Kleine irgendwie hat etwas. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann, ob das in der Kamera so ein Sex hat wie hier. Wenn ich hier davor stehe, das hat echt irgendwie wie so ein altes Bauernhaus bei uns. So ein Schade irgendwie, dass das so verfallen für die Tauben ist, aber okay. Ist halt so, wie es ist. Ich kann es nicht ändern. Schade irgendwie. Mehr ist hier gar nicht. Das sah echt von außen, wenn man von draußen kommt und man sieht dann dieses von dem Tempel, das sieht das sehr impressiv. Sieht das sehr, wie sagt man so, impressiv? Egal, du weißt schon, was ich meine. Sieht das halt aus. Okay, ja, überhaupt. Ich schätze mal, wahrscheinlich ist das lange genug. Wir sind auf dem Weg. Nicht auf dem Weg, wir sind bereits in Nakhon Sawan. Das war auch so ein in etwa die Richtung des Ziels, also darüber, über das Ziel wollen wir nicht hinausschießen, sozusagen. Jetzt sind wir hier in Nakhon Sawan. Wir noch nicht in der City, wir haben jetzt gesagt, wir fahren da bis Nakhon Sawan, bis zur City hin. Ich filme jetzt dann hier zum Abschied vor dem Buddha, so dass hinter mir der Buddha ist. Wie schön, oder? Buddha und ich. Und wir fahren jetzt dann da noch weiter. Aber ich glaube, da mache ich eigenes Video, sonst dann wird das Video zu lang. Der Weg hier ist echt sehr schön. Wir hätten noch viel öfters eigentlich stehen bleiben können. Ich glaube, wenn ich alleine wäre oder so, wie ich damals nur mit im Auto, ist das auch anders. Wenn du mit dem Motorbike fährst, da bist du viel mehr geneigt, dass du stehen bleibst. Da waren viele Sachen, wie jetzt eben das Resort, das letzte, das gebaut worden ist. Das war richtig, also wirklich super. Wenn das fertig ist, ich glaube, das wird da eine richtige Attraktion für viele Leute. Und mal schauen. Bin neugierig. Morgen berichte ich, wie heute Abend ist. Wahrscheinlich, wir haben uns ein bisschen was mitgenommen, dass wir eventuell eine Nacht oder zwei Nächte irgendwo sind oder auch nicht. Vielleicht fahren wir auch wieder zurück. Wie gesagt, es ist so open. Wir haben einfach gesagt, wir fahren einfach einmal drauf los. Freut mich, dass du mit dabei bist, noch immer bist. Und es geht dann im nächsten Video weiter. Servus.